So, meine Damen und Herren, dann machen wir mit Great Legends der Karriere weiter in OG. Versucht jetzt das dritte Mal seit zwei Tagen in Call of Duty Black Ops Cold War der PSP-Version in der letzten Mission zu starten, aber jedes Mal ist das Spiel angefroren und zwar immer nach der Zwischensequenz nach dem Start der letzten Mission. Und solange ich da nichts weitermachen kann, wird Call of Duty auch der erstmal eingestellt. Willkommen zur Grid War Series und zu einem vielversprechenden Event. Was müssen wir...
Also wir müssen auf den X drücken, ja. Was ist mal in der Weinrunde? Dann ist drei Runden. Schau mal. Drei Plätze vor dir. Drei Plätze weiter vorn. Achso. Okay, angreifen. Ich geh's weiter. Okay, angreifen bestätigt. Deine letzte Rundenzeit war 1:15,5. Zeit betrug 1:05,0. Also letzte Runde war die Zeit 1:03,7.
Da war eine 3-Rennen. Da hast du am nächsten, wenn die 39 Kilometer im Total. Es herrscht eine Wahnsinnsstimmung in. Ich versuche weiterzugehen. Alles klar, unser anderes Auto greift ab. Mal 80 sieht hier nicht schnell aus mit dem Auto. Okay, die Rundenzeit eben war 2:44,6.
noch 12 Kilometer fahren. Diese Runde war deine Zeit? Da habe ich das auch durch. 24,6. Habe ich drauf geachtet, hatte ich jetzt 32 oder 33 Kilometer. Also Pi mal Daumen, 6 Kilometer fehlen noch oder sowas. So, 6 Kilometer. Sollte am letzten Rennen eigentlich machbar sein. Es geht in die letzte und alles entscheidende Runde. Ja. Das ist 3,8, ja. Dort scheint ein aufregendes Rennen bevorzustehen. Zwei Runden, dann ist das durch. Also sogar drei. Verstanden, angreifen. Ich geb's weiter. Alles klar, der andere Wagen wird Druck machen. Wenn das hier immer noch die PS4-Version ist, dann war irgendwie meine auch, wie gesagt, immer noch, auch wenn es immer noch die PS4-Version ist, von Glück Legends, und ich die auf der PS5 spiele und aufzeichne, auch wenn ihr es nachher nur in 2060 sieht, weil PS4-Version, kennt ihr schon, PS-Konsolen-Version, weil bei mir immer grundsätzlich immer 2760 und PC-Version oder 1080-60. Let's Plays und dann halt vielleicht ja schon plus Membership in UHD, also in 2160 und VLOX in BQHD, also 1440-60.
vereinzelten Fällen mache ich auch mal Konsole für PlayStation 1080. Will es halt nicht zu viele Aufnahmen sonst. Oder auch mal höhere, also 1440 oder 2160, aber PS4-Folgen sind grundsätzlich immer noch in 2760, weil PS4-Let's Plays habe ich ja, Entschuldigung, habe ich ja nicht mal viele. Ja, Good Legends ist ja mehr oder weniger durchgesetzt, nur auf die Karriere. Call of Duty, Cold War, Black Ops ist es die letzte Mission, die lässt sich aber nicht starten, weil die letzte Mission nach der Zwischensequenz reinladen will. Im Spiel. Trotz nach zweifacher Neuinstallierung. Da ähnlich mal PSG voll oder PSG Let's Plays kommt, glaube ich dabei 2760. Unser anderer Wagen war an einem Unfall beteiligt. Also kleinere Spiele, die halt, was ich nur 5-6 Folgen habe und nachher ausgelöst länger sind, vielleicht die 6 Stunden oder sowas. Die sind vielleicht mal eine höhere Qualität machen oder hatte ich mal eine höhere Qualität gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich Slenderman oder Slenderman der Arrival damit eine höhere Qualität gemacht hatte. Aber zum Beispiel Little Nightmares 2, die PS5-Version, ist auch ein Let's Play. Das sind vielleicht 5 bis 10 Folgen. Entweder mache ich 5 große oder 10 kleine Folgen. Dann könnte man das auch sagen, okay, da kann ich in 1080, 1440, kann ich sogar in 2160 bearbeiten. Aber muss ich mal gucken. Wo es halt mehrere Folgen gibt, jetzt wie hier Good Legends. Da bleibe ich dann halt bei 27 maximal bei einer PC, bei einer PS5-Version in 1080, wenn es eine PS4, PS5 kommen muss. Da wird in die PS4-Version immer in 27 gemacht und die PC-Version und die PS5-Version meistens immer in 1080. Also ich muss jetzt immer so, außer jetzt vielleicht Sniper, da darf ich 27 PS4 und 40 PS5. Letzte Runde hattest du eine Zeit von 2.08.0. Also ich mein, Good Legends ja PS5-Version nicht passieren wird, da wird es wahrscheinlich dann auch nur 27 sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich Konsolenversion immer bei mir Minimum Auflösung 2760 Bearbeitung. Oder im Umkehrschluss, weil da YouTube auch kleinere Auflösungen anbietet, auch wenn man nur in 27 bearbeitet, muss ich sagen, Maximum in 27, was denn für euch ja Minimum ist, was ihr anguckt. Beziehungsweise Maximum denn halt in 1080 oder sowas. Ich glaube Mafia Doppel Edition, die PS-Version hatte ich glaube ich damals sogar in 1440 für euch gemacht. Also vereinzelte Konsolen PS4, 3, 5, 2, 1, manchmal höher wie 2760, aber wie gesagt, Minimum, was ich mache, sind 2760, was für YouTube denn Maximum 2760 ist als Wiedergabe.
Genau. Halbprofi, Turnier 10 in habe ich die schon? Oh, okay. Ah, die habe ich noch gar nicht. Letzter Platz reduziert die KI-Geschwindigkeit. Also Tipp. Die Grid World Series hat den Crescent Valley Raceway. 3,88 Kilometer. Auch bei so nassem Wetter wie heute. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, das andere Auto fängt an anzugreifen. Unser anderes Auto hatte einen Unfall. Ich kann das immer DVD streamen, nach DVD, nach DVD. Ich muss auch mal meine Let's Plays streamen. Ja. Ich immer Let's Play anfangen und dann monatelang unterbrechen. So wie zum Beispiel Spider-Man Miles Morales. Ja, 2020 November gekauft. November 2020 und Dezember 2020 Livestream gehabt. Let's Play Januar 2021 angefangen mit 4 Folgen und seitdem ist Spider-Man Miles Morales, also die PS5-Version, eingestellt und seitdem weitergemacht. Bei der letzten Runde war deine Zeit 2:06,8.
scheint eben Betrug. 1,52,2. Wenn das jemand auf Platz 1 habe ich. Da hätte man sogar noch das letzte machen können oder machen werden können jetzt. Mache ich aber nicht. Muhaha. Das Geld sparen. Es kommen sogar noch vier unten. Ein 1, 2, 3. Full Upgrade. Besteht aus drei Runden. Gut, dann mache ich schon mal Cut. Danke fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge.